Mal ein bisschen in die Ferne gucken. Ich finde, das reicht doch, oder? Jetzt habe ich hier auch so einen Punkt, wo... Ja, es könnte noch ein bisschen mehr. Schauen wir nochmal. Sonst ist halt nur in bestimmten... Tessalonation, ja. Das macht's eigentlich schön, aber was ist Blooming? Ermöglicht hellen Stellen auf dem Bildschirm Licht in nahegelegene Bre aus, an, aus, an. Leicht zu verbessern, macht also nicht so viel aus. Schön, dass das alles dabei steht. Screen Space Kontaktschatten. Dynamische Haare. Besonders bei schwachen, diese Einstellung erheblich. Dynamische Haare, niedrig. Normal, niedrig. Niedrig reicht mir doch, oder? Volumetrische Beleuchtung. Was die Qualität? Die Qualität. Dafür das D. Der Lichteffekte an Geometrie, die mit dem Roller berechnen, beeinträchtigt. Oh, schau mal so. Oder so. Warte mal, ich drehe mich hier nochmal ein bisschen. Dann habe ich die Beleuchtung gleich. So sieht das aus. Gefällt mir das nicht sogar besser? So? Das sieht alles aus, wie als ob da so ein bisschen Nebel drüber läge. Und hier in dem Bereich... Okay. Ich lasse das einfach mal aus. So. Gucken, wie das jetzt kommt. Ich finde das nicht unbedingt schlechter. Die Reflexionen im Wasser sind jetzt besser und das Ding, das leuchtet ja auch so irgendwie genug in die Gegend. Naja, mit den Scheinwerfern hatte ich schon was, aber die kommen auch so gut rüber, oder? Ich weiß nicht, was mir besser gefällt. Nehmen wir doch dieses Bild. Gucken wir uns das nochmal an. Achso, das geht nicht. Das geht so unten. Das ist irgendwie zu viel. Das ist zu viel. So ein bisschen davon. Das macht die Rohre da noch mal ein bisschen dreidimensionaler. Aber es ist irgendwie too much. Ich lasse es mal so. So, damit muss ich jetzt leben. Oder ich muss mit den Texturen runtergehen. Ich frage mich, wenn mein erstes Lager kommt. Was ist das hier eigentlich? Das ist das Einsatzziel. Da ist sie! Ich bin mal wieder gefangen. Oh, der Dolch, der Dolch!
Ich finde nämlich so die Autoscheinwerfer, das reicht. Die Legende. Immer im Rucksack. Du hast sie nicht. Und Untertitel könnte man das nicht verstehen. Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne. Erzähl was von frei von Gewalt? Und da stehen drei Leute mit automatischem Gewehr neben ihm. Die Gesichter sind toll, oder? Oh oh. Lara, was hast du getan? Deswegen schlechtes Gewissen. Jetzt finden wir schnell die Schatulle. Nehmen die mich nicht gefangen? Verstehst du das? Ich habe deren Leute getötet und die. Ach. Ach, die denken sich, das macht der Tsunami schon. Okay, das wird jetzt eine Herausforderung für die Grafikkarte. Autsch! Festhalten bringt nichts, oder? Da soll ich hin? Da bin ich. Diese Todesszene kenne ich schon aus Teil 1. Ich versuche da mal rechts daneben. Und jetzt hier so. Und wieder nach rechts. Und wieder nach links. Vorsicht, Auto. Batsch, wieder nach links. Links. Rechts. Links. Ah. Oh oh. Da hält sich aber nicht lang. Hell ist. Ah, wieder ein Verkehr. Oh, eine Glocke. Ja, mal durchschwimmen hier. Ah, da waren die Bubbles. Nicht Hudel. Okay. Sehr witzig, die Bananen, die da so schwimmen, oder?
Da haben wir noch mal. Ah, und dann schwimmen wir da durch das Loch da. Exit, Salida. Ob ich da oben irgendwo Luft kriege? Ne, ich muss noch ein bisschen weiter. Ob ich das noch schaffe oder auch mal auf. Ja, das hilft ja auch nichts, wenn das Gebäude dann wegschwimmt. Da bin ich vielleicht drauf. Da. Dann da hoch. Und dann. Schwoing. Ah, ist kaputt gegangen. Oh, was eine Action. Einmal um die Ecke. Und jetzt? Ah, das. Okay. Was will denn nach rechts? Jetzt fällt ja alles ab. Nein, 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 nein! Komm, einmal um die Ecke. Postkarte ist runtergefallen. Da sind bestimmt schon 1000 gestorben, aber dem Kind habe ich jetzt zugeguckt. Und das fühlt sich viel schlimmer an als die anderen 1000 Toten. Dabei war es nur eins. Schon seltsam, ne? Ach, ich finde die Grafik so gut. Das ist schief gegangen. Schlimmer. Was meinst du? Dominguez. Er hat jetzt den Dolch. Er hat ihn sich geholt. Nach allem, was mein Vater durchgemacht hat, lasse ich zu, dass Trinity einfach so den Dolch kriegt. Er wird mit dem Dolch in der Schatulle die Welt von Grund auf erneuern. Wie wird er sie erneuern? Keine Ahnung. Er sagt, er will Sünde und Schwäche aufmachen. Ein Mann wie er, der... Gewalt. Meine Schwäche. Dieses Spiel aber nicht. Wir können jetzt etwas Gutes tun. Abgesehen davon, was haben wir schon groß in der Hand? Ein Rätsel? Wir brauchen ein bisschen mehr als rosa Fisch und silberne Kronen, wenn wir diese Stadt finden wollen. Psst, das ist unser Geheimnis. Sieht doch geil aus, das Wasser sieht geil aus, oder? Ich
glaube, es hat er gespeichert. Und links war das TR. Oh, und jetzt bin ich im Büro. Jetzt habe ich aber nicht... Habe ich die Sammelobjekte? Da waren noch 9. Ich habe nur 3 von gefunden. Ey, das ist übel. Da war ich aber nicht gut. Die silberne Krone ist bestimmt Schnee. Und die Schlange ist bestimmt Amazonas. Oder irgendein Fluss. Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Gefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir. Oder Wolken? Kein Schnee, sondern Wolken? Herr Wandmalerei, da kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, da wir die Katastrophen. Schnee glänzt aber mehr. Ach so, das ist 2 Tage zuvor, jetzt bin ich wieder hier. Dann reiße ich deine Hinterteile ab. Das haben wir ja schon gesehen am Anfang. Und jetzt hänge ich da. Hä? Eben war es 3% abgeschlossen, jetzt bin ich auf 7% abgeschlossen? Ich habe doch nichts gemacht.